Ich darf Sie ganz herzlich zum Unirep Immobiliarsachenrecht begrüßen. Mein Name ist Thomas Hörem. Wir beschäftigen uns viel mit dem vornehmen Begriff Grundstücksrecht. Und damit fangen wir gleich auch an. Und zwar in der ersten Kernstunde beschäftigen wir uns mit Grundstücken. Was sind unsere geliebten Gegenstände in der Vorlesung? Was sind Grundstücke? Das ist einmal geregelt im öffentlichen Baurecht. Da klaue ich jetzt Informationen aus dem Gebiet Öffentlichkeitsrecht, besonderes Verwaltungsrecht. Sie wissen vielleicht noch, im öffentlichen Baurecht wird getrennt zwischen Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht. Bauplanungsrecht steht im Flächennutzungsplan, also im Bebauungsplan. Also es gibt einen Flächennutzungsplan, der gibt allgemein wieder, wo kommen irgendwelche Häuser hin, wo kommen Industrieanlagen hin. Und es gibt Bebauungspläne, die daraus entstehen. Auf der Basis des Flächennutzungsplans entsteht der Bebauungsplan nach 30 fortfolgenden Baugesetzbuch. Gibt es deshalb drei verschiedene Gebiete. Liegt ein Grundstück im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, dann gilt 31 Baugesetzbuch. Oder findet sich ein Grundstück im unbeplanten Innenbereich, dann 34 Baugesetzbuch. Oder befindet sich ein Grundstück im Außenbereich, im Grunde im Wald, dann 35. Können Sie mal angucken, ist nicht Thema unserer Vorlesung. Zu trennen jedenfalls von diesem Bauplanungsrecht ist das Bauordnungsrecht. Da steht drin, was Sie jetzt Detailpflichten, wie viele Abstände, wo kommen Mülltonnen hin, dürfen Sie irgendwelche Müll wegschmeißen, alles bauordnungsrechtliche Fragen. Davon gänzlich zu trennen ist das private Baurecht und das, da sind wir im geliebten BGB. Jetzt kommen wir der Sache etwas näher. Ich habe Ihnen aber trotzdem nochmal aufgeschrieben, wie das öffentliche Baurecht funktioniert. Auf der einen Seite haben wir Artikel 4. Geht einmal links ab nach Bauplanungsrecht. Das sind die Zulässigkeit von Bauvorhaben nach 29 fortfolgende Baugesetzbuch auf der Basis der Bauleitpläne aus dem Flächennutzungsplan. Rechts, das Bauordnungsrecht und noch konkretisiert in Landesbauordnungen. Da geht es um den Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Sie merken also, Bauordnungsrecht ist besonderes Polizeirecht. Und da geht es um die Sicherheit von Grundstücken und die Gestaltung von Grundstücken. Dann kommen wir jetzt endlich zum BGB. Und da müsste Ihnen einiges schon bekannt vorkommen. Paragraph 90, Grundstücke sind körperliche Gegenstände, das ist ein sehr weiter Begriff, Sachen, körperliche Gegenstände, also unterfallen auch dem Paragraph 90. Und dazu zählt dann auch wesentliche Bestandteile, 93, das sind Bestandteile, lesen Sie mal, einer Sache, die voneinander nicht getrennt werden können, ohne dass der eine oder andere Teil zerstört und in seinem Wesen verändert wird. Die haben keine eigene Handelsmöglichkeit, die kann man nicht gesondert vertreiben. Die hängen am
Grundstück und teilen dessen rechtliche Schicksale. Beispiele werden für Grundstücke in 94 genannt, die mit dem Grund und Boden verbundenen Sachen, dazu zählen Gebäude, also man kann nicht wie in der alten DDR ein Grundstück verkaufen und separat davon ein Haus an einen anderen. Das geht nicht. Weil das Haus teilt immer das Schicksal des Grundstücks. Zum Haus gehören auch Fenster, andere Dinge auch, aber streitig, hochgradig, lustig streitig ist das Schicksal von Einbauküchen. Es gibt einen Streit zwischen Nord und Süd über Einbauküchen. Gerichte im Norden sagten immer, Einbauküchen sind keine wesentlichen Sachen. Die kann man also trennen, rausreißen und wieder separat verkaufen. Gerichte im Süden sagten, dass so mit dem Haus verbundene Einbauküche das teilt das Schicksal des Hauses und damit des Grundstücks. Und wahrscheinlich ist die richtige Lösung, die, wenn es Ja und Nein gibt, immer Jein. Was liegt in der Mitte? Eine Mittellösung. Die Mittellösung würde einen auch darauf abstellen, was ist das denn für eine Einbauküche? Wenn Sie für 10.000 Euro ganz kompliziert verdrahtet, verschweißt in die Küche, an der Einbauküche einbauen, ist das was anderes, als wenn Sie zwei Teile entwerfen lassen, aber im Grunde es eine Standardküche ist. Also es hängt als Lösung, meine ich, vom Einzelfall. Beispiele zu 94 sind Häuser, Baracken, Garagen, Brücken, Mauern, Zäune, Wasser- und Gasleitungen und der Grenzüberbau. Also wenn Sie ein Grundstück haben und ein Haus drauf bauen, das oben überhängt, wäre das Überhängen aber noch § 94. Schwierig wird es, weil es neben dem 93, 94 auch noch 95 gibt. Sachen sehen so aus, als wären sie wesentliche Bestandteile, aber es sind Scheinbestandteile nach § 95. Das sind Dinge, die nach dem Willen des Verbindenden nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Grund und Boden verbunden wurden. Dazu machen wir jetzt Fälle, weil dazu hat es in letzter Zeit ziemlich viele Rechtsprechungen und ziemlich viele Examensfälle gegeben. Scheinbestandteile können sein, die Erbauung eines Hauses, jetzt nicht als Eigentümer, sondern in Ausübung eines Nießbrauchs, einer Grunddienstbarkeit eines Erbbaurechts. Das würde darunter fallen. Das nur vorübergehend, also Scheinbestandteil. Daneben gibt es noch Zubehör, geregelt in § 97. Da muss ein räumliches Verhältnis zu dem Grundstück bestehen und eine dem wirtschaftlichen Zwecke dienende Funktion, ohne wesentlicher Bestandteil zu sein. Zubehör So, die nächste Folge kommt gleich.